Game Today. Heute bin ich wieder alleine. Mit mir? Ja, mit Christoph. Wieder, leider. ja. Und das war ein Scherz, Leute. Ich mag den. Wirklich? Ja. Und heute spielen wir FIFA 18, weil, also der ist halt Anfänger und wir spielen FIFA 18, weil Minecraft nicht geklappt hat. Also das war so ein Scheiß. Das hat einfach nicht geklappt. Und deswegen, er hat Olympiakos, also rot-weiß, und ich habe Panathinaikos, einfach grün. Und ich werde den einfach zerstören. Soll ich dich zerstören? Ey, als ob Koulibaly draußen ist. Koulibaly, Moledo, Kolovetsios, Hult, Vlachodimos. Donis, soll ich den reintun? Hier schon mal? Ja, hier und das passt, Leute, oder? Ey, wie kann ka- oder nee, oder? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder nicht? Ja, gut, ich lasse das einfach mal so, damit er Chancen hat. Also, der gewinnt mich sicher nicht. Bereit? Ja. Warte mal, ich muss mal deinen Torwart sehen. Oh nee, der ist voll gut, Proto. Der hat mal bei Anderlecht gespielt. Sehr guter Torwart. Gut, also ich bin rot, also von oben, und der ist blau. Komm, pass. Passer. Ah, und Dreieck ist auch Pass. Okay. Gut. Was sagst du zur heutigen Heimelf, Buschi? Die Ziele sind hochgesteckt. Diese Saison soll gut, der Meister sein. Gut, also wir fangen an. Ich bin grün, er ist rot, und ich werde den zerstören. Also ich weiß nicht, ob ich also geht wirklich spielen soll. In die Partie also heute. Richtig, aber... Sie gehen es offensiv an. Ich mache halt 5-1 heute. Vielleicht. Denkt man ja erstmal gar nicht, aber, wenn man ja, da nur egal, eine ich spiele nicht so sieht, ernst. Aber aus dem Mittelfeld damit er kommt Chance da geballte Chance. Power nach vorne. Also wir werden nur ein Spiel spielen, und wir sehen, damit ihr das weiß. Fehler vom Torhüter. Ja, hier ein den Ball entschärft er nicht. Ganz ja. Ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ich habe ihm halt die Knöpfe und so weiter erklärt und jetzt probiert er. Und jetzt die Chance. Ich will ihn einfach so ein bisschen austricksen. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ja, ich habe ihm noch dribbeln und so erklärt. Schau mal, dribbeln habe ich ihm erklärt, weil ich kann da das nicht da steht die Abwehr gut. Sicher. Also ich zeige es euch kurz, wie ich den Ball wieder bekomme. Schau. Oh. Ja, seht ihr, ich bin doch gut. Nee. Wird's jetzt gefährlich? Also, ich dribble eigentlich könnte nicht jetzt so was oft, werden. Aber vielleicht klasse Einsatz, machen, aber kommt doch an den Ball. Ey, wenn er mich gewinnt, dann lasst ein Like da. Also lasst ein Like da, wenn er mich fängt gewinnt. Diesen oder wenn Ball ich ab. Ihn gewinne, lasst auch ein Like da. Ja, damit ihr auch halt nichts verpassen könnt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Mounier. Und ja. Defensiv machen Sie es gut. Abonniert noch den Kanal Panus hier, liked alle Videos, drückt die Glocke noch dazu. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja. Komm. Ballverlust. Ich wollte noch sagen, er kann eigentlich nicht so gutes Deutsch, er ist nicht so lange in Deutschland, aber also er spricht richtig gut für die Monate, die den Angriff in Deutschland blockt er ab, klasse, aufgepasst. Und ja, so also wir kennen uns seit 2 Monaten aus dem Training, wie auch mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, komm, jetzt kommen wir rein zu mir. Jetzt die Flanke. Gut gespielt. Mann! Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Du, Alter, halt. Geh dich da. Ey, Schiri. Ey, aber wenn der mich gewinnt. Weißt du, was gut gibt's? Aber Glück vielleicht auch eine ich Verwarnung. Ha,
Ja, wusste ich. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Komm, Johannes. Da ist jetzt Platz. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt vielleicht. Gut gemacht. Was? Raus. Hä? Der hält ihn an. Hier sag ich doch, dieser Proto, der ist voll gut. Er kommt aus Basel. Die kurze Variante. Da ist die Hereingabe. Da hat er keine Mühe. So ein Scheiß. Lern mal spielen, Leute. So ich spiele seit 3 Jahren Basketball im Verein. Ich habe seit 6 Jahren im Verein Fußball gespielt. Da ist die Flanke. Und jetzt bin ich noch... Was? Was? Noch halbes Jahr im Taekwondo. Fußball habe ich auch gehört. Nur damit ihr meine Lebensgeschichte kein wisst. Ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Als ob der Posten geht. Ey, Mann. Traum, Alter. Ey, da hattest du sowas von Glück. Das könnte eine Gelegenheit werden. Oh, zerstört. Jetzt eine gute Flanke. Wieso sage ich eigentlich immer zerstört und das verliert? Komm. Was? Gute der Aktion. Gibt da kein Elfer? Ey, halt's mal. Nee. Das nein! Seine Chance. Nein! Die Chance lebt noch. Da zieht er ab. Ach, zum Glück. Es bleibt hier ich dachte, das war der Reis. Ey, der spielt zum ersten Mal unten eine scheiß PlayStation oder nee? Nee. Erstes Mal FIFA. Und das ist richtig gut. Also der hat 2 Mal oder so PlayStation gespielt. Sie kommen über den Flügel. Die spielt schon länger. Aber trotzdem, Alter, der hat richtig schön Glück gefährt. Und der hat sogar einen guten Torwart. Also meiner ist eigentlich so, scheiße. Finde ich so, also. Ne? Gut, Halbzeit. Ja. Wieso noch? Okay. Wieso rede ich eigentlich? Alle sind bereit, ich, ja? Die zweiten also, 45 Minuten stehen an. Keiner guckt uns wieder an, nur weil wir auseinander sind. Jetzt wird's gefährlich. Also, könnte jetzt was werden. Klasse Einsatz, aber ja, kommt auch an den Ball. So, komm, zum Torwart. Den muss zum nee. Torwart zurückspielen. Fast Eigentor. Ball im Aus, das gibt Ecke. Ich will da zum Torwart passen. Die Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Hey, du musst eigentlich sauber vom Ball getrennt hier. Das ist klar. Und ich habe sowas vom Pech Mounier. Heute. Also ich bin ja auch eigentlich nicht der beste FIFA-Spieler. So langsam wird es gefährlich. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Ja, das kann schnell doch nicht so weitergehen. Jetzt vielleicht also, die Flanke. Ja, komm. Da bekommt er Unterstützung. Nein. Geht er rein. Ey, und doch, wieso macht der Abwehrspieler Schuss? Junge, aber der hat alles gut ausgedribbelt. Fortunes. Aber Abschluss war scheiße. Was? Da hat er geahnt, dass die Grätsche kommt. Ey, halt's mal, nein. Einfach drüber. Casela González. Was hast du gedribbelt? Jetzt hatten was sie hast die du Chance. Das wäre die Führung gewesen. Ja, nicht so hart. Ja. Junge, aber... Hä? Dribbelt es mich immer aus. Ey, ich muss es sagen, FIFA 18 Abwehr ist viel schwieriger als FIFA 17 Abwehr, FIFA 16 und so weiter halt. Also, die ist richtig schwer. Jetzt könnte es gefährlich werden. Abwehr. Also, das können die auch bei beiden. Der Ball von ist weg sehen. Und jetzt könnte der Gegner angreifen. Gute Aktion. Der war weit weg, aber kein schlechter oh Schuss. Und jetzt gibt's ja, eine Ecke. Ich mach das, und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Die kurze Variante. Puls. Er gibt Abseits. Hä? Wieso den Abseits? Das ist doch nicht in Ordnung. Komm, machen wir ja. Ich wollte auswechseln. Alles klar. Nur weil ich Ausländer bin, Land. Oh Mann, das ist so cool, Eigentor zu schießen. Fortunes. Ey, ich glaube, wir schaffen Elfer oder so. Wir gehen Elfer wahrscheinlich. Komm! Schwacher oh. Abschluss, da nee. Hat er den Ball das nicht voll erwischt. Schuss. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen.
Und aber jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Also Offensive richtig González. Geil. Also richtig gut. Und Defense auch sehr gut. Mounier. Der sollte. Du sollst dir eine Playstation kaufen. Und spielen. Also FIFA. Musst du dir holen. FIFA 18. Und dann noch NBA. Wird das eine Torchance? Der hat mich einfach. Ach egal, ich verrate es nicht. Jetzt nein. Da ja. In NBA haben wir zwei Spiele gespielt. Sie natürlich gewesen, und ihr könnt das halt danach sehen. Ja, also ich. Ich spoiler nicht. Also könnt ihr halt dann die Videos sehen. Aber ich bin müde. Wir hatten heute Training und er ist halt nach sehr guter Einsatz zu mir gekommen, damit wir halt Videos drehen können. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Guter Steilpass. Und jetzt der Schuss. Und Ecke. Warte. Nee, als ob ich wie Japanes auswechsel. Da kommt die Ecke. Das war der nochmal kurz. Der Prato. Ich hasse ihn. 8 Minuten zu spielen. Dann nehme ich schon. Ich hasse seinen Torwart, ey. Ganz gefährlich. Ja, der hält einfach alles. Schau. Nein. Ja. Kurz vor Schluss treffen sie tatsächlich. Hi Leute, hier wieder KS Freak. Und ich darf euch wieder ganz gechillt begrüßen. Ihr so, seid auf meinem also Kanal. Ey, sehen, wir werden noch ein Spieler spielen. Ja. Ja. Und dann wird er wahrscheinlich besser sein. Aber dann nehmen wir besser die Gelegenheit. So da trennt er ihn vom Ball. Oder nee, dann musst Schuss. Du. Ja! Das ist der Ausgleich! Unfassbar! I'm the one! Das doch noch. Und jetzt ist plötzlich der Sieg drin! Nee, niemals! Das ist nur ein Traum! Schlag mich, das ist nur ein Traum! Komm, schlag mich! Nein. Doch! Junge, das ist doch kein Traum! Ey, Mann! Ah, als ob er gerade so ein Tor. Heftiges Tor gemacht hat mit Fortuna Seite. Guck mal. Deswegen mag ich diesen Tor. Jetzt noch mal eine guck mal. Kamera eingefangen. Schau was er da macht. Und damit Mann, alles auf Anfang. Es steht 1-1. Nein. Mit dem Ball am Fuß. Nein. Gegnerisches Tor. Seba. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Nein. Geht er rein? Doch noch die Führung. Wahnsinn. Balotelli. Oh. Why don't you me? Oh. Waka Balotelli. Und hier sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer sein. Ich glaube nicht, dass die anderen hier nochmal. Ja! Oh, da ist ja! Vorbei, da in your Team. Face! In your face! Komm, jetzt noch ein Mensch. Welches Team willst du? Ich muss ein ganz schlechtes nehmen und du musst ein ganz gutes nehmen, ja? Willst du Real Madrid? Weiß nicht. Oder Barcelona? Ja. Hm? Real Madrid, gut. Also warte, ich mach hier mal Real Madrid. Ja, wenn ich den jetzt komm. Ja. Warte. Ich weiß. Gut, und ich nehm. Komm, ich nehm von hier eine. Mit halbem Stern gibt's. Oder? Komm, eine mit einer halben Stern. Warte, Scotland hat keine guten Mannschaften doch. Oder? Mach mal einen Stern. Ich will halben. Gib's. Komm. Der muss einfach mit. Ey, komm. Die müssen einfach in sein Team haben mit halben Stern, oder? Als ob da kein Team gibt. Amerika doch, oder? Nee, Amerika passt. Ja. Komm, ich will Team mit halbem Stern. Was ist denn? Ey Mann, er halt's Maul, oder? Ey Mann, ich
kann keine Mannschaft. Oder die? Nee, wir spielen. Ja, nicht mehr gut. Chile, da muss einfach. Scheißverein dabei sind, oder? Ach komm. Hier? Warte? Ja! Da habe ich so ein Team gesehen, warte. Ja, die nehme ich, oder? Ja, komm. Was? Halbe Stern nein, gegen fünf. Nein. Doch, doch. Und jetzt zerstöre ich dich. Komm, welche willst du? Ja. Dann nehme ich was? Komm. Ich bin einfach da. Alles klar. Besser, besser Spieler 66. Warte. Hä? Torwart ist einfach Grieche, oder? Warte. Was? Und mein Torwart ist Grieche. Wie heißt? Vaporakis. Warte. Also, er ist 22 Jahre alt, 1,83 Meter. Torwart, Rechtsfuß. Torwarttyp, wartet kurz, Leute. Also, der steht aber nicht vor. Ach, egal, ich pack den einfach rein ins Tor. Gut, also, du willst Isco rein? Bei wem? Casemiro? Ja. Casemiro, da Isco. Gut, willst du noch jemanden auswechseln? Passt so? Gut, also mein Team passt so. Ich kenne gar keinen Spieler. Alter, 59 Sturm gegen 87. Komm. Du musst diese Sterne sammeln. Ja. Doch nicht schießen. Ach, schau, komm. What the fuck? Du hast eigentlich das Team. Gut, also er ist blau, Real ich Madrid, Buschi. Auch dieses Jahr wieder Top-Favorit in Nach Europa. Da. Also zumindest einer davon. Gibt ja ein paar Teams, die es packen können. Und Real gehört da natürlich zerstören dazu. Sie haben eine klasse Mannschaft. Warte. Machen wir Verlierer Nackenklatscher? Nein. Doch, komm. Nein. Junge, ich hab so ein Team. Nein. Doch, komm. Niemals. Komm. Nackenklatscher ist das hier. Okay. Gut, also Verlierer kriegt Nackenklatscher. Aber die Bestrafung werden wir bei meinem Kanal drehen. Also wenn ihr die Bestrafung sehen wollt, dann geht auf Pano ist hier. Und dann könnt ihr halt die Bestrafung sehen. Das heißt Bestrafung von FIFA 18. Ganz schön das Video. Ja? Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Oder nee, warte. Verlierer muss Wasser mit Senf und Ketchup trinken. Nein. Doch, komm. Nein. Du gewinnst eh. Komm. Und er hat den aber Ball. Nicht so viel trinken. Ey Mann, ich will die Bestrafung nicht. Ach egal. Komm, ich spiel einfach. Das könnte eine Gelegenheit werden. Macht er ihn. Da hat nicht viel gefehlt. Der Ball geht das für ein Schuss. Ja, aber Verlierer kriegt diese Bestrafung. Dann noch Pannes hier. Weil wir können halt unsere Gesichter nicht sehen. Sehen zu dürfen, ist weil ich immer diese wieder ein Erlebnis. Cristiano, Weihnachten Ronaldo, oder so. Und dann könnt ihr uns halt sehen. Also für mich ist der Portugiese Messi der beste Spieler der Welt. Stellt euch das vor, ich bin mit Pickel. Also ich bin halt der Pano. Ich bin der, damit ihr es auch erkennt, der kleinere. Und der andere ist halt Christus, das ist der viel größere. Ich bin einfach 1 Meter und irgendwas mit 50, der ist einfach 1,78 Meter. Also, da merkt man keinen Unterschied, oder? Ganz souverän hier vom Torhüter. Du hast ganz wohl verstanden, was ich gesagt habe, oder? Das frühe Pressing jetzt. Komm, ich muss gewinnen. Ich will die Bestrafung nicht. Wird das seine Torchance? Oder ist der Ball ich wieder komm, weg? Ich will die Bestrafung nicht, Alter. Real in diesem Spiel heute. Oder warte. Da drin machen wir noch Mayo. Was? Mayonnaise. Ketchup, okay. Mayo, Senf und Ketchup. Ey, ich will
Ich will auf meinen Kanal, wie viele Likes schaffen wir? Komm, warte. Ah. Was höre ich da? Was? Nee. Ich höre da 8 Likes, oder? Nee. 10? Nein. Ja, gut. 8 Likes. Also, ja, 8 Likes. Und dann werden wir noch so eine Folge drehen und dann nochmal bestrafen. Wenn sie konzentriert auftreten, Alter, dann werden das ist sie so krass. Nein! Und gibt's jetzt die Führung? Und ja! Nein! Nein! Alter, nein! Ey, nee! Benzema! Halt's mal. Und hier sieht man nochmal genau, ey, nee, wie der Ball. Komm, jetzt spielen noch wir gut. Damit abgelenkt wird. Er die Bestrafung. Er passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter ist weiter und er springt wohl wieder raus. Wird's jetzt gefährlich? Und jetzt die Chance. Nein! Er passt auf. Was mache ich da für einen Scheiß? Ich sollte schießen. Er war noch dran, gibt Ecke. Was soll ich jetzt machen? Eine kurze Ecke. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Nein! Ich wollte da schießen. Ey, als ob er hat ja auch jetzt Ronaldo. Benzema. Mann! Wieso habe ich es gemacht? Ich war zu siegessicher. Art hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt machen wir Konter, Alter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein! Den Ball holt er sich. Leck mich am Arsch, Alter. Abseits von Bale. Ja, Mann. Zum Glück. Nee! Nein! Wieso mache ich sowas? Könnte wieso was bin werden. Ich so? Benzema am Ball. Nee. Chance für Benzema. Nein. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Sonst wäre das ein normaler Schuss, ein guter Benzema. Schuss. Benzema. Ja, der sicher drin. Karim Benzema im Abseits. Ach so, Abseits. Okay. Komm, ich muss ihn gewinnen. Und direkt zurückgespielt. Ich darf hier nicht verlieren, Alter. Verlieren darf man nicht machen. Das könnte die Chance werden. Da geht er vorbei. Er schießt. Nein. Ja. Das hier so gut, Peter. Damit hätte doch keiner gerechnet. Balotelli, komm. Sixpacks zeigen. Vigo. Hier nochmal dieser Treffer. Ey, Alter. Ich raste aus! Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. Ich raste Einseits. Komplett aus! Komm! Hier wird gerade ein Christus zerstört! Nein! Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur mit dem Fußschlag, auch seine Kopfbälle sind eine echte Waffe. Es ist schon Wahnsinn, wie viel Wucht er da hinter den Ball bringt. Und dann hat er vor allem auch ein sensationelles Timing. Nein, nicht Toni Kroos! Nein! Was macht Ronaldo jetzt? Er passt immer zu Ronaldo, oder? Super Einsatz! Nee, gar nicht! Was? Junge. Stark gemacht, das könnte was werden. Und die ja. Chance, aber nein, er geht abseits. Ach, abseits. Oh, Scheiße. Komm, Leute, ich muss den gewinnen. Oh, komm. Nein. Nein. Weg ist der Ball. Ey, nee, das geht nicht, Alter. Nein. 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 Könnte gefährden. Macht er das Tor. Karim Benzema. Ja. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Benzema. Das ist das Risiko, wenn du dazwischen gehen willst, dann fällst du auch mal einen Ball unglücklich ab. Ja. Real ist jetzt was? Konnte man allerdings auch jetzt vielleicht. Und was? Gerade erst was? In Führung und dann das. All is for Greece, Alter. Ey, was? Also warte. Benzema, er kann dir seine Nummer geben. Also dann könnt ihr euch treffen und ihr wisst schon und was. Mit diesem macht. Tor ist das Spiel auch auf der Hand. Single. 2-2 zur Pause, ein intensives Spiel. Ja, 2-2. Nice Spiel, aber. Junge, ich mach den hier, dann tack und dann. Rein, komm. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Ich will die Bestrafung nicht, deswegen. So langsam wird's gefährlich. Alles für die Klick.
Das war einfach. Ey, komm, du verlierst. Benzema. Ey, komm. Weiß. Ballbesitz ist weg. Ich weiß. Nee, wenn ich gut spiele, kannst du verlieren. Aber ich. Heute läuft einfach alles schief. Ja, Training war ich richtig schlecht. Das hier war dann hier oder so. Ja, damit hat er war heute auch im Training nicht der Beste. Aber ich war sowas von scheiße im Training. Ja, stimmt. Wie lautet dein Kommentar bisher zu Benzema? Tolle Leistung in der ersten Hälfte. Den bekommen sie. Nein! Das könnte die Führung geben. Nein, Ramos. Ja, Benzema ist verletzt! Was? Nein! Warte. Benzema ist verletzt, du musst ihn auswechseln. Welchen Spieler willst du da? Warte. Stürmer, hast du nur den hier, also Vasquez. Nein. Komm, wen willst du da? Von den fünf, außer den hier, weil der ist halt Abwehrspieler und die beiden sind da. Der ist Torwart und die beiden Abwehrspieler. Wen willst du von den vier da? Was? Ronaldo, oder? Ja. Und dann? Für Benzema? Kroos. Hä? Ja. Da. Warte mal. Also Kroos dann da. Aber Kroos ist nicht schnell, der kann da nicht spielen. Soll ich da Modric reinmachen? Ja. Und dann Benzema mit Asensio, oder? Ja. Du kennst Asensio nicht, oder? Ja, ich weiß. Egal, aber das ist gut, das sage ich dir. Komm, Alter, wir können gewinnen. Wir schaffen das. Schön, wenn sie da die Offensive unterstützen. Ja, deswegen. Da ist sie kriegst du Bestrafung. Und gleich heute, Leute. Heute? Ja, heute. Doch, nach dem Video werden wir noch ein Video drehen, wo du die Bestrafung kriegst. Oder? Nein! Nein! So, die Führung. Ja, weil jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hoch. Sag aber, Telly. Das Tor sehen wir. Und ich habe es gesagt, es ist nur Durchstand. Also, im zweiten Versuch machen sie hier das Tor. Komm, Alter. Liegt jetzt also zurück. Nein. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist ja. Komm schon. Nein. Ja? Nein. Ja, mit viel Übersicht. Da müssen sie aufpassen. Nein! Kein guter Boy. Hätte hier gerne das Tor gemacht. Sah zunächst nicht aus, aber dann Aber trotzdem, wer verliert und kriegt dann die Bestrafung? Da hat er zunächst Junge, ich freue mich. Ich finde, das Spiel gut laufen lassen. Also er muss nicht so viel kriegen. Ja, das ist ja auch ekelhaft. Jetzt kommt ein neuer Spieler. Schauen wir mal, wie er sich einfügt. Die machen sowas ärgerhaft. Cristiano Ronaldo. Nein! Ach, zum Glück. Ronaldo! Ja? Ja? Nein! Ja! Nein! Groß. Ja! Ja! Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Der Spieler hier rasiert einfach. Aber du musst halbes Glas trinken, ja? Einsatz. Ja. Dann ist schon. Ja. Und das ist ein volles Glas. Und jetzt haben sie den Ball. Ey, Alter, das sind so ekelhaft. Mayo, Senf und Ketchup mit Wasser. Nun Ronaldo. Nee. Nein! Gibt jetzt die Gelegenheit. Nein! Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Nein! Jetzt wird es hier spannend. Nein. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Nein! Ja. Ja, und aus der Position war das natürlich kein Problem mehr. Aber da musst du eben auch stehen. Ey, komm, hätte er den nicht reingemacht oder so. Den Ausgleich haben sie wirklich verdient, ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Wird's jetzt gefährlich? Guter Pass. Ja. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Und das ist der Ballverlust. Ey, Mann, gleich endet es sogar.
Nee, ich darf nicht verlieren, Leute. Ich will die Bestrafung nicht. Das ist schon was ganz Besonderes, so Cristiano Ronaldo beim Spielen zusehen zu dürfen, oder Buschi? Ja, ein absoluter Ronaldo! Nein! Ja! Cristiano Ronaldo! Und ich glaube fast, daran ändert sich nichts mehr. Komm mal runter, chill your life. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Real Madrid hier also mit der Führung. Das könnte gefährlich werden. Klasse Pass. Ist das der Ausgleich? Er verhindert den Ausgleich. Ja, das war eine richtig starke Szene. Da dürfen Sie sich jetzt wirklich bei ihm bedanken. Das war ja ein Mega-Reflex. Isco am Ball. Ballverlust. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neuen Elan für die Schlussphase. Ey, oha! Ey, komm! Mann, wäre das einfach, wäre das geil, aber das ist leider. Jetzt gibt es hier Gelb gegen Real Madrid. Und richtig entschieden vom Schiedsrichter. Hä? Da holt er den Ball zurück. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nein. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Nerven so ist. Ach so, da, nein. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die Nerven sind. Komm, mach. Die stehen ja ordentlich unter Druck. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Abgefangen, gut gemacht. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Und Ronaldo geht nach vorne. Nein. Cristiano Ronaldo mit dem Ball. Nein. Ja! Das ist es gewesen! Das Spiel ist ja real in diesem Spiel heute. Nee, Mann, nein! Ja! Komm, also du hast ein besseres Team! Nee, komm, ich mach die Bestrafung. Ich bin doch keine Keulsüße. Was? Du kannst. Hä? Du kannst. Was kann ich? Hä? Ich hatte gar nicht. Ja, also ich mach das eh. Ich bin doch keine Heulsüße oder so, wie Saki, der mal in die Kommentare schreibt. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal. Und ja, also guckt bei Panos hier vorbei für die Bestrafung und abonniert auch den Kanal. Peace.